Brandon. Emily? Ich hab großen Mist gebaut. Mist gebaut? Wie? Mit dem Brick. Was? Ich hab nicht gewusst, dass er schlecht ist, aber jetzt ist Pin dran. Du musst mir helfen. Ganz ruhig, Emily. Das ist nicht gut. Mann, Emily sagte Wörter, die ich nicht kenne. Hast du eine Idee? Brick. Mann. Tuck. Tuck könnte ein Drink sein. Wie Milch mit Wodka. Pin. Du kennst den Kingpin. Den Dealer? Genau den. Was wirst du tun? Ich soll ihr helfen. Ich will sicher sein, dass es ihr gut geht. Womit fängst du an? Ich werde ein wenig Staub aufwirbeln. Du kennst den Jungen also nicht? Nein, Sir, nie gesehen. Und er hat einfach zugeschlagen. Erst wollte er mein Taschengeld. Zum Glück hatte ich es schon ausgegeben. Du gerätst an etwas hinein. Es ist verzweckt. Ich suche Emily. Hast du sie geliebt? Ja, habe ich. Überleg dir, ob du wirklich wissen willst, was du wissen willst. Es ist kompliziert. Jeder macht sein Ding. Wenn die Reichen krumme Dinger drehen, verwenden sie Symbole. Und die kennt sonst keiner. Coffee and Pie. Coffee and Pie, oh my. Du kannst mir doch folgen. Hast du eine Zigarette? Ich rauch nicht. Hab dich doch gesehen, aber nicht mit Zigaretten. Ich dachte, wir hätten Orangensaft, tut mir leid. Wasser geht auch, Ma'am, danke. Ach, Moment mal, wir haben Apfelsaft, wie vom Land. Worum es hier auch geht, ich komme der Sache auf den Grund. Was willst du? Zusehen, wie dir der Schweiß ausbricht. Das wird mir zu viel. Wenn Sie ein Disziplinproblem mit mir haben, schließen Sie mich doch vom Unterricht auf. So wie ich das sehe, versuchst du ihr zu helfen. Und ich kenne niemanden, der das auch für mich tun würde. Du bist gefährlich. Ich wollte herausfinden, wer sie dahin gebracht hat. Wer die Waffe auf sie gerichtet hat. Es gibt kaum eine Chance, sauber aus der Sache rauszukommen.